Bevor Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat, erschuf er die Engel. Die Engel sind weder weiblich noch männlich. Aisha radiallahu anha berichtet uns von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Malaika sind aus Licht erschaffen, die Djinn aus rauchlosem Feuer und Adam aus dem, was uns bereits berichtet wurde. Die Engel wurden aus Licht erschaffen. Es ist aber nicht das Licht, das wir kennen. Und wir fragen auch nicht danach. Allah subhanahu wa ta'ala machte die Engel zu Boten mit Flügeln. Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Schöpfer der Himmel und der Erde, der die Engel mit je 2, 3 und 4 Flügeln zu Gesandten gemacht hat. Er fügt der Schöpfung hinzu, was ihm gefällt. Allah hat wahrlich Macht über alle Dinge. Die Malaika essen nichts und trinken nichts. Tag und Nacht sind sie im Zustand der Anbetung. Niemals werden sie müde oder erschöpft. Auch sind sie nicht vergesslich und sie führen jeden Befehl aus. Bedingungslose Gehorsamkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ihr, die den Iman verinnerlicht habt, schützt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Über ihm sind strenge, harte Engel, die sich Allah nicht widersetzen, was er ihnen befiehlt. Und sie machen, was ihnen befohlen wurde. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, als ich hoch zum 7. Himmel reiste, sah ich dort Al-Bayt al-Ma'mur und ich fragte Jibril, was ist das für ein Ort? Und er sagte, das ist Al-Bayt al-Ma'mur. Jeden Tag beten dort 70.000 Engel. Doch was genau ist dieser Ort? Al-Bayt al-Ma'mur ist eine Art Kaaba, ein Pilgerort, erschaffen für die Engel. Dieser Ort ist den Engeln genauso bedeutsam wie für uns die Kaaba. Al-Bayt al-Ma'mur ist das erste Haus, was für die Anbetung Allahs erschaffen wurde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeden Tag besuchen 70.000 Engel diesen Ort. Und wenn sie einmal da sind, kommen sie nie wieder zurück. 70.000 Engel! 70.000 Engel! Könnt ihr euch das vorstellen? Wie viele Engel muss es geben, wenn jeden Tag 70.000 Engel dahin gehen und nicht wieder zurückkommen? Und seit wie vielen Jahren geht das schon so? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte weiter über die Malaika: Ich sehe, was ihr nicht seht, und höre, was ihr nicht hört. Der Himmel gibt Geräusche von sich und hat ein Recht darauf, Geräusche von sich zu geben. Es gibt keine 4 Finger breit Platz, ohne dass ein Engel seine Stirn für Allah, den Erhabenen, niederwirft. Wenn man sich das einmal vorstellt, scheinen diese paar Milliarden Menschen sehr gering zu sein. Menschen, die auf Erden umherlaufen, sich verhalten, als seien sie die größten Diener, als seien sie die reinsten Geschöpfe, als hätten sie eine so demütige Anbetung zum Herrn der Welten. Nein, die größten Diener sind die Malaika. Die reinsten Geschöpfe sind die Malaika. Die demütigste Anbetung geht von den Malaika aus. Also was maßen wir uns noch an, hochmütig zu sein? Allah subhanahu wa ta'ala hat also die Engel erschaffen. Er hat sie erschaffen und ihnen bestimmte Aufgaben gegeben. Einige von ihnen verwalten das Universum. Andere sind zuständig für die Sonne, für den Mond, für die Berge, für die Wolken und Meere. Andere Malaika wachen über Jahannam und andere wachen über die Erde. Allah subhanahu wa ta'ala hat Engel erschaffen, die sich auf die Suche nach Menschen machen, die Allahs Gedenken, sich versammeln und über den Islam reden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt Folgendes darüber: Allah lässt wahrlich einige seiner Engel auf den Straßen laufen.
um diejenigen aufzuspüren, die Allahs gedenken. Wenn sie Leute finden, die Allahs gedenken, rufen sie sich gegenseitig zu und sagen, kommt her zu eurem Anliegen. Sie umkreisen sie mit ihren Flügeln in einer Weise, dass sie unmittelbar mit dem ersten Himmel verbunden werden. Einige Engel haben von Allah die Fähigkeit bekommen, eine andere Gestalt anzunehmen. Zu Lut a.s. erschienen die Engel in Gestalt junger Männer. Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat Jibril a.s. in unterschiedlichen Gestalten gesehen. Die Sahaba sahen Jibril einmal als einen Mann mit weißer Kleidung und schwarzem Haar. Als Jibril sich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam setzte und ihn nach dem Islam, Iman und Ihsan fragte. Das ist der berühmte Hadith, den wir kennen. In einem anderen Hadith wird berichtet, wie ein Engel einem Blinden, einem Kahlköpfigen und einem Leprakranken in Menschengestalt erschienen ist, um sie zu prüfen. Zu Maryam a.s. erschien der Engel ebenfalls in Form eines Menschen, als er ihr von ihrem Sohn berichtete. Da sandten wir unseren Engel Jibril zu ihr und er erschien ihr in Gestalt eines vollkommenen Menschen. Unter den Engeln gibt es Rangstufen. Jibril kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte, was denkst du über diejenigen unter euch, die bei Badr dabei waren? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, sie sind die Besten der Muslime. Daraufhin sagte Jibril alaihi salam, so ist es auch mit den Engeln, die bei Badr dabei waren. Außerdem hat jeder Mensch zwei Engel an seiner Seite, die ihn jeden Tag rund um die Uhr begleiten. Einen Engel zu rechten, dieser schreibt die guten Taten auf. Und einen Engel zu linken, dieser schreibt die schlechten Taten auf.